Na, was machen wir jetzt Schönes? Grinden oder andere Klassen ausprobieren? Paladine weggeschubst werden kann, das mag ich nicht. Den Archmage an sich mag ich schon mal gar nicht, aber dafür hat der D wenigstens keine Nachteile. Weil Glatzköpfigkeit und lesbisch macht fast gar nichts. Und die Statuen werden vertauscht oder so ähnlich und Texte verändert wegen glatzköpfig. Kein 3D-Seel und der pupst. Aber ein Archmage. Komm schon, nee. Select. Archmage, Assassin. Assassin müsste ich echt mehr üben, weil der ist ja doch sehr mächtig mit seinem Schattenwander-Dingens. Und der hier regeneriert sogar Mana mit jedem Gegenstand, der kaputt haut. Lich King drücke ich bestimmt wieder Y. Das lasse ich lieber. Nee, ich nehme den Assassin. So. 15.000 Gold. Erstmal gucken, was wir uns da so Schönes holen. Und was wir umändern. Erst müssen wir nämlich das Schwert wieder ändern. Was wir nicht können, weil wir zu wenig... Okay. Royal Helm. Ist okay. Irgendwo müssen wir jetzt Gewicht einsparen. Ich weiß noch nicht mehr, wo das war. Royal Limbs? Slayer Limbs? Nein. 100 Gewicht. Ich glaube, wir sparen hier Gewicht ein. Ne, bei dem hier. Genau. Dafür haben wir jetzt weniger Vampirism und ein Air Jump weniger. Oh, warte mal, haben wir gar keinen Air Jump, richtig? Richtig. Ne, so geht das nicht. Komm, raus hier. Wir brauchen einfach mehr Gewichtskapazität. Auch wenn es teuer ist und uns fehlen 4 Goldmünzen. Ja. Wir hätten gern das Schwert da. Wir hätten gern das Cape da und es klappt sogar. 480 von 480. Sauber. Also Cape ist in Ordnung. Ja, ist in Ordnung. Das Ding. Weniger Magie. Also Magic an sich ist das, was Schaden verursacht. Aber es sorgt auch für mehr Mana. Können wir ja testen, oder? 383 hatten wir vorher, 383 haben wir jetzt. Also nö. Magic macht echt nur mehr magischen Schaden und nicht mehr Mana. Und da wir so häufig die Leute nicht schmeißen, sollten wir lieber was nehmen, was noch ein bisschen mehr Umf macht. Wie das hier zum Beispiel. Da haben wir das Rüstungsteil, das auch Rüstung macht. Also am meisten Rüstung ist okay. Und Helm war, glaube ich, soweit auch in Ordnung. Genau, weil der Slayer-Helm halt 30 Lebenspunkte abzieht. Und gerade bei so einem Charakter wie ihm hier merkt man das doch ganz schön stark. So, 5000 Gold noch verballern. Wir hätten gerne... Viel können wir uns ja nicht kaufen, fällt mir gerade auf. Wir können uns Mana kaufen. Oder das hier, was auch immer das war. Defy Death. Ich glaube, das nehme ich mal. Ah, hat nur den Turm erweitert, aber kein neues Ding freigeschaltet. Ja, okay. Aber das können wir nebenbei auch mal erhöhen, wenn wir Gold über haben, Anführungszeichen. Was so ziemlich nie der Fall ist. Die Rune würde ich auch noch gerne ändern. In noch mehr davon? Ja, ich glaube schon. Also wir haben Dash. Wir haben Doppelsprung. Wir haben seine tolle Fähigkeit, einfach mal unsterblich zu sein. Also außer bei Stacheln und dergleichen. Und keine Runde-Level-Runde, das heißt, wir haben gleich richtig happige Gegner. Aber ja, das ist wohl das beste Training. Wenn sie richtig schön garstig ist. Und genau das muss ich auch üben. Dass er einfach nicht getroffen wird mit seinem Schattending. Und dass ich zum richtigen Zeitpunkt anwende und so weiter und so weiter. Das ist schon mal ein sehr schöner Raum anzufangen. Und ja, echt super. Wir konnten gleich am Anfang zwei Gefahrenquellen ausschalten und dadurch ist der Raum schon wesentlich entspannter. Und dadurch, dass der Typ ja auch noch OCD hat und wir ganz kurz kaputt hauen haben, läuft das Ganze richtig gut. Wir müssen halt nur schön taktisch vorgehen. Wir müssen wirklich jeden einzelnen Gegenstand kaputt hauen. Hab ich dich. Ja, so ist das doch schön. Wir werden auch noch mit Hühnchen zugeschmissen. Nein, kein Glücksspiel.
Es waren jetzt schon 3 oder 4 Hühnchen in diesem einen Raum. Das ist sehr irritierend. Oh. Okay. Schatten helfen nicht gegen Dummheit, wenn man den Gegnern direkt ins Gesicht springt. Genau. Oh. Das schöne Geldsack. An den da oben kommen wir gar nicht ran, oder? An dich? Nö. Oh, au, 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 au. Und im Raum hier ist gar nichts. Kommt weg hier. Einfach ignorieren. Und hoffen, dass wir gleich nochmal so viele Hühnchen finden. Wenn wir sie auch wirklich brauchen. Ey, ey, ich habe nach links gedrückt. Oh, Stacheln. Oh, oder wir nehmen das Hühnchen hier. Schmatz. So, nein, nein, nicht teleportieren. Erstmal Kiste. Na? Böse Stacheln. Was sind die zielsuchenden Dinger, ne? Die halten viel zu viel aus. So, 1, 2. Ja, okay. Wenn Kritz kommen, dann passt das. Au. Yikes. Ich hab den gleichen Fehler gemacht wie am Anfang. Donk. Also ich habe das Schattending angeschmissen und bin dann zu nah an die Angeln gekommen. Und wenn man dann haut, dann wird man halt sichtbar und kann dann von deren Körpern getroffen werden. So. Das war der Stachel? Hm. Okay. Aber jetzt trotzdem, komm, zusammenreißen, schön vorsichtig nach und nach den Raum gehen. Sollte nicht so geizig sein mit dem Mana. Dann wäre der eben auch kein Problem gewesen, aber sind fast auf Max. Oh. Kaputt. Und gerade bei dem Gegner war es auch praktisch, einfach mal so durchzuwarpen. Könnte der... Wie hieß der nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Hokage, genau. Könnte der Hokage zwar auch mit seinem Baumtrick... Ah... Aber da habe ich mir noch nicht dran gewöhnt. So, geht mal weg hier alle. Das sind richtig viele, fällt mir gerade auf. So. Wir müssen ja nicht unnötig Mana verschwenden. Den können wir auch so ausweichen. Jedenfalls hingeschossen. So. Mit. Ja, schon hast du nicht mehr so viele Freunde. Oh, oh, oh. Au, wieder Körpertreffer. Ja, da muss ich noch irgendwie, ich weiß nicht, mir mehr bewusst machen, wo ich bin, wenn ich unsichtbar bin. Damit ich beim Auftauchen nicht jemand anstups. Oder wir bräuchten einfach einen Football spielenden Assassin. Der, wenn er zuhaut, einfach alle Gegner wegschubst und so nicht von deren Körpern getroffen werden kann. Ja. Aber doch, läuft einigermaßen. 22.000 Gold hätten wir schon mal. Oh, Hühnchen. Haha. Lebenspunkte sind bei 2/3. Mana auch. Also, ja. Sehr schön. Ja. Okay, ich glaube, ich muss doch mal meine... Oh, das waren nicht die Dolche. Ja, die Dolche machen fast gar keinen Schaden. Oh, Hühnchen. Okay, anders. Besser. Einfach versuchen, sie zu erwischen, denn schnell genug wegspringen. Oh. Naja. Ja. Was zum... Menno. Das war nicht geplant. Oh. Ein Schleim, der sich selber aufgespießt hat. Interessant. Oh, da laufe ich doch mal durch. Mist. Nein, und... Oh, hat er mich doch gleich aus dem Kartenbildschirm rausgeschmissen. Na gut, komm her. So.
Da ist er und schießt durch die Wände durch die Dose. So, kaputt. Ist ja noch einer. Oh, das war knapp. Ah, oh, 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 oh. Dong. Ja, du. Komm mal her. Geh mal weg. Oh, es läuft trotzdem. Also, trotzdem, dass wir jetzt andauernd getroffen werden. Dadurch, dass wir so viel Life Leech haben und der Charakter an sich nicht so viele Lebenspunkte, sind wir immer relativ nah an 100%. Natürlich nicht weg. Jei. Hallo, bist du mal. Ja, definitiv mehr Training. So, schieß. Kaputt. So muss es laufen. Hm? Dafür haben wir jetzt auch nur 50%. Mana. Ha. Oh. Ha. 33.000. Oh, eine Jukebox, die nichts wirklich bringt. Komm. Yeah. Das klappt sogar einigermaßen. Aber auch tierisch Mana kostenintensiv. Oben geht's noch weiter. Kein Schaden nehmen. Hm. Nee, nee. Ach komm, versuchen wir es einmal. Aber ich. Ah, aber war relativ knapp. Hätte nur ein bisschen weiter nach rechts ziehen müssen. Aber gut, wir wollen kaputt hauen für Mana. Und Hühnchen. Und dann hier gucken. Sehr schön. Hühnchen, Mana und zwei Kisten. So. Und ein Killerraum. Nicht so. Das kleine Fitzelchen vor dem Stachel da unten wollte mich veräppeln. Au. Oh, 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 oh. So, jetzt komm raus da. Ja, Mana ist gleich alle. Dann haben wir echt ein Problem. Boah, obwohl, wir haben Station 50.000 zusammen. Ziemlich egal, was... Ah. Was für Probleme wir gleich noch haben. So, einfach schnell durch da. Hm. Oh. Ja, das gibt gute Lebenspunkte. Jetzt bloß nicht treffen. Ah, treffen lassen. So. Ja, danke schön. Oh. Was, Sniper. Geh weg. Und hier ist uns nichts mehr. Das Ding oben. Eine Münze. Noch eine Münze. Ja. Oh. Lauf, 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 lauf. So, wir wollen noch nach links. Nach. Oh. Ja. Wolf halt. 51.000. Oh, ich stelle mir gerade vor, wie das mit einem Spielunky wäre. Wenn wir statt 5 Blutruhen 5. Das ist ein Scherz, oder? Oh, das war schön. Aber ja, statt 5 Blutruhen, wenn wir da 5 Goldruhen drin hätten. Und wenn wir dann so gut vorankommen würden wie mit ihm jetzt hier. Boah, könnten wir richtig viel Gold machen. Oh, oh. Das sollte echt nicht so ungeduldig sein. Oder Mana verbrauchen. So. Links, oben rechts. Danach wird es langsam eng. Beziehungsweise müssten ganz schön Umwege laufen. Und was ist mit den ganzen Wölfen los hier? So. Hühnchen. Hühnchen.
Hallo Jungs.